Ich habe absolut kein Licht in deinem Gesicht. Ich habe einfach. Du bist echt perfektioniert. Ja, ich bin ganz schlimm. Hallöchen, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz lange nicht mehr hier gesessen und so für euch gedreht. Aber ich habe die Ehre, dass Loni hier ist. Hi. Er ist aktuell, glaube ich, der beliebteste Make-up-Artist und überall unterwegs. Hat heute Zeit gefunden, kurz bei mir vorbeizuschneiden. Stell dich mal bitte ganz kurz vor an die Community von TamTam Beauty. Hey, Community von TamTam Beauty. My name is Loni, glad by Loni. Der eine oder andere mag mich vielleicht kennen, der eine oder andere nicht. Und wenn nicht, dann wirst du mich jetzt kennenlernen. Er macht auch Masterclasses, in denen er euch wirklich alle Secrets der Secrets verrät. Also wenn ihr auch upcoming Make-up-Artist-Star werden wollt, geht zu Loni. Aber er wird so ein bisschen vielleicht was verraten. Ja. Und dabei mein müdes Tara-Ich zu einem... Wachen, Tara-Ich. But first of all, I'm gonna show you something. Und zwar machen wir die jetzt albanische... Leute, ich bin Albaner. Wo sind die Albaner, Digga? Nein, mach mal so. Ach so. Ja? Dann machst du einfach so. Ah ja. Ja. Und mein Schwager ist Albaner und du sagst ja, Tara. Ja, ich liebe deinen Schwager, ohne ihn zu kennen. Du riechst voll gut. Danke. Fresh gewaschen für dich. Ach, thank you. Doch, diese Tapes, warum benutzt ihr die denn nicht? Tapes, ja. Ich habe, glaube ich, weil ich die mal nicht mitgenommen. Ach so, ich hatte mal irgendwo welche. Nein, ich habe auch Tapes, aber ich finde halt, Tapes sieht man. Tapes sieht man, stimmt. Für Shooting und für, wo du alles wegretuschieren kannst. Ja. Und deswegen mache ich es einfach. Warte, für alle Albaner, jetzt könnt ihr dieses Video riechen. Das sieht einfach aus wie ein Mückenspray. Was ist das? Stimmt, oh mein Gott. Das ist das Haarspray, ne? Seit Jahren. Echt? Jeder Albaner, der das kennt, der wird dieses Video jetzt riechen. Du wirst es jetzt. Guck mal, weil. Oh ja. Dann teilen wir uns einmal dieses Passé hier ab. Wenn ich das jetzt ziehe. Ein bisschen Haarspray drauf. Der riecht echt gut. Und wo kriegen wir das jetzt her? In Kosovo. So, dann nehmen wir uns die beiden Strähnen nach hinten. Jetzt nehmen wir uns so ein kleines Haargummi. Also nicht Haargummi, sondern diese... Das ist ein Gummiband für Essen. Ja. Deswegen tut es halt auch weh, aber es hält. So, und dann machen wir uns hinten einfach einen Zopf mit diesen beiden Haaren. Meine Hände schwitzen. Jetzt Luft anhalten, jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft. Es ist gar nicht so schmerzhaft, aber... Geht's? Meine Geburt war einfacher. Ja, man merkt, zur Bräute ist den Lift. Ja, natürlich merke ich den also, ne? Und dann kannst du sogar, man könnte dann auch theoretisch einen Sleepenzopf machen. Also ganz ehrlich, so schlimm tut es jetzt auch nicht weh. Es tut nicht so krass weh, weil die ziehen immer so klein. Ich ziehe mal komplett diesen Passé, also das ist so großflächig. Siehst du das? Ja. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Tipp und das ist echt ein Gamechanger, weil das sehr viele vernachlässigen und du wirst es auch gleich merken. Und zwar für die perfekte Skin oder für die perfekte Haut. Ist es immer sehr wichtig, seine Haut vorher zu reinigen. Deswegen benutzen wir von Pacifica. Oh ja, die sind cool, kennst die Sachen. Ja, ich kenne die. Glow Baby, das sind AHA, BHA Peeling Pads. Und zwar, ich kann das gar nicht, ne? Das mache ich mal vor dem Make-up. Ja, doch, so zweimal die Woche kannst du auf jeden Fall machen. Vielleicht kann jeder so ein bisschen auf seine eigene Haut hören. Ja, die sind so mit so kleinen Noppen. Ah! Ja. Starskin hat auch solche. Ja? Und die sind aber auch günstig, es waren jetzt nicht so teuer. Ah, okay. Und die man sind muss. Teuer von Starskin? Ja, man muss. Weiß ich gar nicht, sind die teuer? Von Starskin, ja, die sind. Man muss das so ein. Ich spüre nämlich nie was bei den Starskin. Die brennen aber. Ja? Also ja, das ist wegen dem AHA, BHA. Das ist so ein leichtes Enzympeeling. Aber es nimmt halt wirklich alles raus, weil auf der Haut, auch wenn sie sauber ist, können sich immer, wie gesagt, abgestorbene Hautschüppchen bilden. Mhm. Oder, was viele vernachlässigen, ist der Staub von der Luft. Ja, man merkt das gar nicht. Du hast geduscht, ne? Mhm. Du hast dein Gesicht auch gereinigt. Na, selbstverständlich. Ja, und dein Gesicht war auch sauber, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall, aber... Du wirst gleich schockiert sein, wie viel da noch runterkommt mit so einem Peeling-Pad. Boah, ich werde wahrscheinlich süchtig jetzt und mache das jetzt dauernd. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil die sind halt nicht so stark dosiert. Und was, wenn man dann für jeden Tag so Toner sich dahin stellt und das mit Toner? Toner würde ich immer machen. Toner ist nicht schlimm. Toner ist immer so ein Abschluss. Das ist wie die Spülung bei den Haaren, der Finish. Ah, okay. Würde ich mal so einen Toner nehmen, weil das neutralisiert nochmal die Haare. Ew. Kommt immer was runter. Immer. Ich zeig's dir jetzt nicht, sonst wird das Video gesperrt. Seht ihr das? Man das von weitem sieht man das richtig gut. Ja.
Und Leute, ich bin wirklich eine, die mit so Gesichtsbürste ihre Gesicht, nicht mit Händen. Ja. Ich mit Händen, das geht nicht ab und so. Crazy, danke für Tipp Nummer 2. Sehr, sehr gerne. Und ich sag euch, es wird euer Make-up changen. Und immer, auch wenn ihr diese Peeling-Pads nicht habt, nehmt immer vorher ein feuchtes Tuch. Vorher? Ja, bevor du dich schminkst. Immer das Gesicht einmal sauber machen, weil du weißt nie, wie gesagt, durch die Luft können echt, echt sehr, sehr viele Staubpartikel auf der Haut landen und es ist immer sehr wichtig, dass du halt vorher richtig sauber machst. Aber die fühlen sich gut an. Also wenn ich jetzt meine Feuchttücher nehme, das fühlt sich an, als hätte ich so Schmiere auf dem Gesicht, weißt du? Ja. Also das ist jetzt nur so für Muttermale oder Swatches wegmachen. Was hast du benutzt? Das ist MAC, genau. Die fühlen sich so leicht auf dem Gesicht. Oh, mein Gesicht glowt auch richtig. Mhm, merkst du. Durch diese Pads. Soll ich uns näher ranholen oder glaubst du, es ist gut? Ich glaube, das ist gut. Ich nehme jetzt eine Augenbrauen-Soap und zwar ist die von Fina Lash. Das ist übrigens eine Freundin von mir. Ja, die hat ihre eigene Augenbrauen-Soap rausgebracht. Auf jeden Fall ist es super, weil das von Anastasia bewirkt, das ist für den Moment sehr gut und dann lässt es nach. Genau, das war bei mir super schnell wieder weg. Das gefällt mir gar nicht. Und jetzt, Leute, ihr müsst halt ein bisschen die Augenbrauen-Soap ansprühen und dann wirklich so richtig aufschäumen, aufkratzen. Und dann gibt es einen Trick, beziehungsweise das, was viele falsch machen. Man geht in die Augenbrauen querbeet rein. Also es muss wirklich komplett alles gefüllt werden. Dann lassen wir das Produkt sitzen auf der Augenbraue. Was? Die sagen immer zu mir, sofort muss das verarbeiten. Nee, das muss erstmal eintrocknen. Weil es ist ja noch feucht. Dann kämmst du dich dumm und dämlich. Und so immer wenn du die Augenbraue kämmst, erwärmst du das Produkt. Das heißt, du machst es eigentlich nur noch weicher damit. Wie öfters du kämmst. Du musst einmal rankämmen, einmal dran bist und das war's. Ich lass schon so. Bist du sicher, dass das alles richtig ist? Ja. Dann, Freunde, Puzzle, nehme ich mir eine saubere Bürste ohne Produkt, denn das Produkt auf der Bürste ist ja noch feucht. Wir wollen ja, dass es antrocknet. Das heißt, wenn ich wieder mit einer feuchten Bürste drauf gehe, mache ich es mir einfach nur noch wieder kaputt und nass. Gehe ich und presse die Augenbrauen wirklich an die Haut, kämme sie hoch. Ganz wichtig, geht man mit der Ende von dem Pinsel nochmal so dran und presst sie wirklich so an die Haut. Gehört auf Albanisch heißt Gurke Salatori. Salatori, Salator. Salatori. Salator? Nee, Gurke. Du bist auf jeden Fall verarscht. Mein Schwager hat mich verarscht. Was hast du denn da gesagt? Salator. Gurke heißt Castravets oder Trongo. Jetzt erstmal die Augenbrauen nachziehen. Werde ich die Augenbrauen erstmal formen, weil die Augenbrauen werde ich erst zum Schluss schminken. Aber ganz schnell, dein Mann zu mir, aber ganz schnell. Ey, du hast mich verarscht. Gurke heißt nicht Salator. Was heißt Salator? Doch, das heißt ja, was ist noch Kastavets oder so. Ja. Aber Salator habe ich ja noch nie gehört. Der so, die haben mich verarscht. Das heißt bei den Salator. Du bist auch Kosovar, du bist nicht doch an deiner Nase. Ja, hey, meine Nase ist voll schön, hallo, guck mal. Was bist du? Nein, also ich habe das tatsächlich auch schon. Verarsch dich nur, wenn dein Mann ihn sagen wir Salator dazu. Wirklich, ohne Spaß. Also, du bist als Albanien? Ja, ja. Ja, ganz aus Kosovo, nein. Was bist du denn für ein Unmensch? So, machen wir weiter. Ich liebe ja übrigens die Palette von Dior. Ich hab die auch. Ich liebe die, ne? I love it. Ey, da muss man echt nur ein bisschen beibringen. Also, ich liebe sie auch, aber vielleicht kann ich noch was Besseres drauf machen. Okay. Das oben ist ein Primer, ne? Ja, das benutzt ist ein du den Primer. Oder ist der so? Nicht. Nee. Ich benutze ihn gar nicht. Erste Frage direkt fail. Ich benutze auch eigentlich, wie du siehst, nur den Ton. Aber der ist schon besonders. Der ich habe so einen Ton selten irgendwo gesehen. Man muss immer, also ich verbinde das Augen-Make-up mit der Nasenkontur und allem drum und den Augenbrauen und alles. Also, ich nehme immer so einen Braunton und dann setze ich den hier in diesen Winkel und verbinde dann die Augenbraue mit dem Auge und der Nase. Könnt ihr das sehen? Soll ich die näher ranholen? Ja, ist gut. Die können ruhig da hinten bleiben. Echt gespannt. So, und das ziehe ich dann so komplett über die obere Augenfläche. Bis nach außen, weil das Lift, also das konturiert nochmal das Auge. Man kann ja wirklich alles konturieren. Die Nase, die Augenbrauen, die Augen selber. Den Mund kannst du konturieren, du kannst deinen Hals konturieren, also alles ist machbar mit Konturieren. Wo man sich ein bisschen orientieren sollte, ist an der Augenbraue. Und zwar Taras Augenbraue verläuft jetzt quasi hier gerade. Und parallel zur Augenbraue muss auch das Tape geklebt werden. Kinn runter und gerade ausschauen. Das ist der Blick, wie man guckt. Auch ein Eyeliner immer mit offenen Augen schminken. Du weißt schon, du musst da hingucken. Ich guck mal da rein. Ein Eyeliner immer mit offenen Augen schminken, nicht mit geschlossenen. Du hast auch super Augen, glaube ich, für einen Eyeliner, ne? Ich trage auch gefühlt jeden Tag einen. Und jetzt kannst du wirklich einfach drauf loslegen. Du kannst einfach drauf loslegen. Guck mal, du kannst sogar Augen zumachen und sie schminken. Etwas
wärmeren Ton, weil der war etwas kühl. Mhm. Und fange an, den von hinten nach vorne zu blenden. Ich muss euch was erzählen, Leute. Ich habe die neuen Produkte gesehen. Die sind echt geil. Die neue Palette ist richtig schön, aber ich darf sie nicht benutzen. Oh, das ist dünn, Mann. Oh, danke. Vielleicht kann ich sie ja gleich benutzen, ohne dass wir sie zeigen. Das kannst du auch. So, ich nehme jetzt noch einen etwas dunkleren Braunton und werde den jetzt so in die Crease leicht setzen, weil ich werde die gleich nochmal ausmalen, beziehungsweise auscutten mit Concealer und will aber, dass das so ein bisschen mehr im Fokus ist. Ich mache aber auch keinen ganzen Cut-Crease, dass er so nach hinten rausgeht, sondern ich mache nur so vorne diesen Cut-Crease. Sache ist, was mein Make-up unterscheidet von anderen Make-up-Artisten, sage ich jetzt mal, ich schminke nach deiner Gesichtsform, nach deiner Gesichtskontur, nach deiner Augenform. Mhm. Ich klatsche dir nicht jetzt einfach einen Eyeliner drauf, weil den ich bei jedem mache, sondern ich muss den Eyeliner an deinen Augen anpassen. Ich muss deine Augen versuchen, so zu formen, dass es halt gut aussieht. Ja, und richtig. Auch mit der Nase, mit der Augenbraue arbeiten, mit dem Gesicht arbeiten und nicht einfach plakativ jeden zu schminken. Das nervt mich bei meinen Kollegen. Ich hoffe, ihr guckt zu, weil ihr nervt. Nee, das nervt mich, weil gerade wenn wir so Bräute schminken, die haben ja ein Vertrauen zu uns. Ja, und so, das ist ihr Tag, das ein ist Tag. Tag. Und dann kannst du nicht dieses Fließbandarbeit einfach bei jeder, also jedes gleich schminken. Mm. Zum Beispiel, es gibt Leute, die schminke ich mit braun, Leute, die schminke ich mit rosa, Leute, die schminke ich mit... Ach, krass. Mit also, ja, ich passe immer so an der Braut, an die Braut oder an den Kunden die Farben auch an. Und nicht so, ja, einfach alle Termine annehmen, am Ende wartet da 20 Stunden und dann bist du nicht zufrieden oder so. Darf ich sagen auf YouTube? Du darfst das schon. Ich bin so ein bisschen Etipetete und deswegen piepse ich dich. Okay. Auf Englisch mal. Now guys, our new step is to contour the nose. We take a brush from Kurlan. The brush number is... Kurlan? Kurlan Arch 8509. Arch, okay. Yeah, Arch. And we take the Consuela. Boah, let's not try it. Ist das Jenny? Ich grüße Jenny. Ich bin mit ihr seit Jahren befreundet. Chat-Show, glaube ich. Ja, Chat-Show wird es ausgesprochen. Aber ich habe auch mal früher so Chicken. Ich habe immer gerappt. Ja, früher. Ich vergesse es immer. Sie sagt es mir jedes Mal. Es ist doch nicht so schwer. Und Jenny hat ja auch bei Mac gearbeitet. Durch sie bin ich damals zu Mac reingekommen. Mm. Und dann meinte sie so, oh, heute war eine Kundin da und die so, haben Sie Consuela? Was? Ey, es ist so witzig, Leute, wenn ihr wisst, wie manche Produkte aussprechen. Ja, meine Consuela. Tante macht das auch sehr lustig. Komm, ich möchte dein Auge ein bisschen in die Länge ziehen. Das heißt, ich konturiere, beziehungsweise ich ziehe diese Cut Crease. Aua, crazy. Oder soll ich näher anholen? Immer noch. Komm, ein bisschen näher. Ein bisschen lasse ich euch näher kommen, mein Gott. Also ich feische schon die ganze Zeit mit dem, dass ich ein bisschen näher ran darf, komm. Gönn mir einen Zentimeter, okay? Mhm. Oh. Stopp! Crazy, das ist ja mal schöne Töne. Ja, das ist nämlich extra die Master Matte Palette, Eyeshadow Palette. Das sind nur matte Farben und das sind die Brauntöne, die jeder braucht. Ganz kurz, bevor ich weiter schminke, kommt mir gar nicht an mit dem, das ist nicht mehr Zara, das ist gar nicht Tamtam und du siehst so anders aus. Das ist der Sinn, warum ich heute hier bin. Also fang das gar nicht an mit eurem Kommentar. Nein, nicht machen. Hast du schon mal YouTube-Videos von mir geguckt? Ja. Okay, dann. Du weißt doch, ich war früher dein größter Fan. Das ist crazy. Ich war früher von allen der größte Fan, bis ich dann selber Fame geworden bin. Ich mach Geld schon glücklich. Wie süß bist du? Ja. Ja, es ist... Das ist, wenn ich Single bin, macht mich das Geld glücklich. Was soll ich machen? Ja. It is what it is. Kann ja nicht alle so einen süßen Mann haben wie du. Ein Partner, der dich liebt. Ja. Manchmal meckern sie über ihn. Warum? Weil sie denken, dass ich, weil ich ihn nicht zeige, halt alles durch alles alleine durch. Nein, ihr müsst ihn nicht sehen, Leute. Ihr müsst ihn nicht sehen. Ich habe ihn gesehen, das reicht. Er sieht gut aus. Merci. Er sieht echt gut aus. Er sieht aus wie so ein türkischer Fußballspieler. Du wissen, dass er Türke ist? Ja. Wie so ein türkischer Fußballspieler. Helle Augenbart, Platz von einem. Man sollte es einfach respektieren, wenn man seinen Partner nicht in der Öffentlichkeit zeigen will, weil... Ich will den Evan nicht. Ja, oder wenn er es nicht will, was ich aber gut finde. Er sagt, das ist unsere Beziehung. Das ja, danke. Und zwar, was ich jetzt immer sehr, 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 sehr gerne mache, ist Eyeliner mit Lidschatten. Ich finde es einfach mittlerweile viel, viel schöner mit Lidschatten einen Eyeliner zu machen. Moderner. Ja, und es ist so, nicht dieses Plakative, es ist so dieses Soft Glam, was alle momentan so lieben.
Dafür nehme ich einfach so einen dunkelbraunen Ton. Ich fange erstmal mit dunkelbraun an, dann wenn ich es immer noch schwärzer haben will, kann ich dann mit einem Schwarz drüber gehen. Einmal die Augen öffnen, Kopf runter und geradeaus schauen. Weil jetzt sehe ich ganz genau, wo ich den Wing hinsetzen kann. Weil wenn du jetzt den Kopf gerade hast und die Augen zu, machen wir Augen zu, nehme ich mit den Winkel. Mhm. Jetzt machen wir die Augen auf. Oh. Und dann ja, das drückt das Auge runter. Du musst immer runterschauen, geradeaus gucken. Und dann kann ich genau sehen, wo ich ansetzen muss. Und das mache ich jetzt hier. Also nicht entlang des Tapes? Doch. Doch, okay. Aber also das Tape ist richtig da. Genau, das Tape ist richtig. Es gibt übrigens extra Augentapes. Mhm. Wenn du die Menschen das nächste Mal nicht so quälen willst. Die Merv hat jetzt welche rausgebracht. Merv. Merv! Ja, ich fand die auch voll cool. Ich liebe Tapes. Ja, ich liebe sie auch. Grüße gehen raus aus Merv und... es ist auch, glaube ich, ein bisschen besser, wenn die Tapes angepasst sind für die Haut und so, aber ich weiß nicht, wie viele Leute auf dieser Film reden. Ja, ja, ansonsten, wie läuft Schule? Schwach! It's black as black as Gott, black. Darf ich die benutzen? Ja. Bitte. So, und jetzt intensiviere ich das. Aber ich gehe jetzt, zum Beispiel habe ich jetzt einen Eyeliner gezogen, aber ich gehe jetzt nicht den Eyeliner nochmal nach, sondern ich gehe etwas weiter runter. Oh, okay. Also ich fühle das jetzt nicht komplett aus. Ah, damit der Smoky so noch Smoky, da ist. Ja, genau. Mm. Boah, ich will euch gleich einen OG-Trick erzählen, ja. Das krasse ist, wenn ich das als Zuschauer schaue, denke ich ja wirklich, du redest gerade mit mir und ich rede ja auch gerade mit dir. Mm. Mit dir. Und falls du diesen Dings noch nicht folgst, dieser, wie heißt dein Kanal, dann abonniere diesen Kanal jetzt, weil ich rede mit dir gerade. Mm. Genau mit dir. So, folgen Sie diesen Kanal bitte abonnieren. Glocke markieren. Abonnieren, studieren, die Glocke markieren, kommentieren. Markieren. Dein liebster Pinsel, einer. Mara hat richtig krasse Pinsel, der ist zum Beispiel übertrieben geil. Das ist so ein, ich mag eigentlich so doppelte nicht, aber der ist geil, weil der ist super für Bronzer und der ist dann super für Blush. Der ist cute, ne? Okay, das wäre dein Favorite. Es ist so soft und das mag ich, weil ich werde jetzt gleich noch was drüber machen, damit es ein bisschen stärker habe, aber damit kannst du halt spielen. Wow, weißt du, das war wie BH aussehen. Wo ist denn ja, Mann, dann will ich einen BH tragen. Ja, Mann. Siehst du es? Wie schön. Siehst du es? Perfekt, wirklich. Und das ist jetzt, weil das Tape richtig saß, war das auch nicht so schwer für dich, ne? Wenn man Haare ja stylt, dann werden sie mit Hitze gestylt. Warum? Weil Haare bestehen aus Wasserstoffbrücken. Ich bin ja gelernter Friseur und ich habe noch irgendwas von meiner Ausbildung in meinem Kopf drin und ich sage das immer, weil ich das hält schräg schlau an. Mhm. Ich weiß aber bis heute nicht, ob es richtig ist. Aber Wasserstoffbrücken, die werden geschlossen durch Hitze. Wenn die geschlossen sind und abkühlen und in der Form dann so bleiben, dann bleibt auch die Form. Deswegen hat dann zum Beispiel die Locke, wenn sie sich lockt, wird mit Hitze bearbeitet, die Wasserstoffbrücken schließen sich. Dann kühlt die Locke ab und dann wird sie geöffnet, dann bleibt sie in der Form. Mhm. Wimpern sind auch Haare, haben auch Wasserstoffbrücken. Ja. Deswegen nehmen wir uns eine Wimpernzange. Machen sie hot. Und machen sie warm. Entweder mit einem Föhn oder mit einem Feuerzeug oder mit einer Kerze. Ich mache es jetzt hier mit der Kerze, weil sie ist am nächsten. Und das wissen aber viele auch nicht. Einfach nur kurz anhitzen. Gleich mein Auge so, ciao. Und dann geht man mit der warmen Wimpernzange an die... Du hast Marshall auch wunderschöne Wimpern, so by the way. Thank you. Aber packt auf jeden Fall danach dran mit der Hand. Ja, ja, auf jeden Fall den Fingercheck machen. Nicht, dass ihr euch die Augen verbrennt. Da... Geht das? Ja. Das ist die Microbrush, die Mac Stack. Mac Stack. She's so cute. Ich kann's ja nur das essen. Kitos. Maya die sind so salzig. So, ich habe die jetzt getuscht, die Wimpern. doch ist. Nein. Ist doch was, du arme Mutter. Okay, wenn du auf isst. Bitte holt euch auch was zu essen, damit wir euch nicht auf die Nerven gehen. Ja. Darauf. Cheers. Cheers. Immer genug Wasser trinken. Ja. Den Kleber mag ich auch sehr, sehr besonders. Und zwar ist das der Duo. Der Duo Do Not Freeze. Das ist dieser kleine Schwarze, der mit der lila Schrift. Der ist richtig gut. Mhm. Der trocknet so schnell an. Der ist wirklich... Wir haben gerade Wimpern geklebt. Er macht das richtig gut. Liner. Der ist geil, ne? Essence Liquid Ink, das ist der beste Liner. Den habe ich geliebt, ja. Das macht so viel aus. Hier ist eine Wespe. Ich verstehe nicht, warum Wespen immer ins irgendwo reinfliegen. Ja. Oder flieg doch raus, du kannst auch fliegen. Game Changer. Mm. Game Changer. Das ist von Kaya Cosmetics. Das ist die Brand aus Schweden. Und das ist ein The Shield. The Shield. The Shield. SPF 50 plus
Face Cream. Das heißt, es ist ein Lichtschutzfaktor von 50, was sehr, sehr wichtig ist für das Gesicht. Und es ist eigentlich nur eine Sonnencreme, so wenn man es so sieht. Weißt du, wie brutal die als Primer ist? Wow, wirst du gleich selber merken. Dein Gesicht wird sich direkt anders anfühlen. Boah, die riecht nach Urlaub einfach. Mhm. Wichtig, falls ihr Make-up-Artisten seid, oder auch für euch selber, wichtig, massiert die Pflege in das Gesicht ein. Wirklich, es muss einmassiert werden, damit das macht auch das Hautbild viel schöner danach. Also die Foundation, das Make-up sitzt viel besser. Ihr könnt durch so Massagen, wie jetzt, wenn ich jetzt hier so über die Wangen gehe, die Wangenknochen nochmal ein bisschen rausziehen oder das Gesicht so ein bisschen straffen und liften. Das ist immer sehr wichtig und ist angenehm für die Kunden. Voll, ciao, ich schlafe ein. Und ihr könnt auch einfach 50 Euro mehr verlangen. Hallo, du kriegst Service von mir, okay. Gesichtsmassage? Ich schwöre. Ich wollte jetzt zur Lymphdrainage gehen, damit die das Wasser aus. Ich muss auch zur Lymphdrainage. Ja. Bitte sag, wenn du eine gute gefunden hast. Okay. Ey, mir hatten vorhin auch geschrieben, Tara, man sieht dein Gesicht und deinen Händen und so. Guck mal, geschwollen. Guck mal. Boah, heftig. Gestern hatten wir einen Profifußballer bei uns. Der hat halt so ein Gerät, wo der sich reinstellt und das macht dann deine Lymphdrainage und alles andere für dich natürlich auch. Geil. Viele tausend Euro. Die brauchen das natürlich, ne? Die müssen ja jeden Tag hardcore trainieren. Ich beeile mich. War das gerade dein Mann, der so aussieht wie ein türkischer Fußballspieler? Nehmen wir jetzt die Backflick Foundation. Aber welche Farbe? In drei? Das ist vier. Vier? Die ist sehr dunkel, aber das mache ich, um dem Gesicht einfach ein bisschen Ton zu geben. Ich werde da mit einer helleren Foundation immer drüber gehen. Mm, also so primermäßig. Ja, genau. Weil ich finde, wenn du Foundation schichtest, wird die Foundation viel, viel schöner. Die mit einer normalen Foundation vielleicht nicht abgedeckt worden wären. Mhm. Weil dunkel neutralisiert das Dunkle. Wenn du zum Beispiel einen grauen Fleck hast und einen schwarzen Fleck, dann gehst du über beide mit dem Grau und dann mit dem Weiß erst drüber. Ja, eben. Weil sonst wird der graue Fleck gräulicher und der schwarze Fleck grau. Aber damit es einheitlich wird, musst du erstmal quasi eine Schicht anbieten oder überdecken und dann mit der zweiten drüber gehen. Bisschen Punjab von Lars. Barcelona 020 von Dior mit rein. Und ein kleiner Tropfen 40 von Dior. Ich bin durch MAC ich will jetzt nicht sagen Pro, aber ich kann sehr gut Farben mischen für die Haut und das auch anpassen so ein bisschen. Und das kann ich halt so durch einen Blick mische ich eigentlich schon ganz gut die Farbe an. Die Foundation erst in den Pinsel ein. Und dann setze ich sie auf die Haut. Problem ist, glaube ich, bei dir, dass die viele Make-up-Artisten würden an einer Hautfarbe verzweifeln. Ja. Yeah. Weil die ist nicht gelb, die ist nicht neutral, die ist auch nicht richtig oliv. Okay. Deswegen, ich habe gerade drei Foundations gemischt, plus habe ich vorher einmal grundiert, sage ich mal. Mhm. Und bei dir ist auch, glaube ich, das Problem, dass du sehr schön grau wirkst, ne? Ja, einfach Asch. Ja. Es liegt aber immer am Concealer und am Puder. Ich muss unbedingt irgendwas Perfektes finden. Weil ich bin so oft vor der Kamera, ich kann nicht einfach... Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wenn ich die Make-up-Artisten nicht kenne, dass ich mich selber schminke. Weil ich kann nicht jedes Mal aussehen wie ein Schaubig und wenn ihr den Schwamm benutzt, macht den vorher mal ein bisschen dreckig. Also nicht pur mit dem Schwamm ins Produkt oder auf die Haut gehen, weil das könnte dann die Foundation von der Haut abtragen. Mhm. Und dann wird es fleckig. Also immer du meinst in so die Foundation oder so rein. Wow, das ist krass. Ich baue mir die Concealer erstmal auf. Und wenn du zum Beispiel etwas stärkere Augenringe hast, dann nehme ich erstmal einen Concealer, der etwas beige bis gelbstichig ist, um die Augenringe erstmal zu neutralisieren, dann abzudecken und dann zum Highlighten. Mhm. Also hier auch wieder neutralisieren, abdecken, highlighten. Okay. Den süßen lasse ich aber ein bisschen einziehen. Was ist das? Das ist von Make-up by Mario. Mhm. Das Contour Stick. Der ist super. Wenn ihr Stick-Produkte habt, wie Foundation, Blush oder Contouring, würde ich euch grundsätzlich empfehlen, immer erst auf den Pinsel oder auf den Handrücken das Produkt aufzutragen, weil es könnte sehr schnell fleckig sein. Mhm. Der Bruder hat zwar hier einen Pinsel mit drin, den ich aber sehr unnötig finde. Erstmal in das Produkt rein. Ich wärme das Produkt so ein bisschen auf, hier auf meiner Hand. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Pro-Trick. Das ist ein Trick, den kann ich euch verraten. Wenn du dich konturierst, was machst du? Wie machst du dein Gesicht? Das ist falsch.
Weil, wenn du deinen Mund wie so einen Fischmund machst, ziehst du deine Kontur runter. Wir wollen die Konturen, die Wangenknochen hier anheben. Mhm. Der Punkt ist zu lachen. Lächeln. Wir orientieren uns an dem höchsten Punkt von Mundwinkel und an dem höchsten Punkt vom Ohr. Knochen. Hier ist ein kleiner Knochen. Mhm. Den kann man spüren. Der ist hier. Mhm. Und da gleiten wir entlang mit der Linie. Sprich, ach, was? Das siehst du aber auch hier, wenn du lächelst. Da siehst du hier, dass hier so ein und da kommt unser Konturprodukt rein. Dann gehen wir ein bisschen in die Schläfen, ziehen das mit der Augenbraue so rein und gehen dann leicht auf die Wange, nur ganz leicht. Hier muss ein Schatten gesetzt werden, hier muss eine Kontur gesetzt werden, nicht hier vorne. Hier kommt gleich der Blush. Unterschied. Dann verblende ich den Pinsel mit dem Pinsel. Nehme ich wieder meinen Pinsel vom Contouring, gehe drüber und verblende die harten Kanten. Nehme meinen Foundation-Pinsel, gehe komplett nochmal drüber. Über das Contouring, über den Concealer. Ich vermische alles gemeinsam. Wir wollen keine harten Kanten, wir wollen nicht sehen, dass du konturieren bist. Wir wollen es. Also, man soll sehen, aber man soll nicht wissen, dass das konturiert ist. Das ist der Punkt. Es soll alles schön, soft ineinander verblendet sein. Deswegen gehe ich mal voll oft mit allen Pinseln nochmal über alles. Snatched. Gerade im Concealer ist es. Hier holt man das raus, okay. Ja, 2N. Das ist der von Dior. Und den setze ich jetzt bis zur Mitte. Also quasi, man könnte jetzt hier noch ganz leicht die Kontur ein bisschen verstärken. Und jetzt, während der Concealer noch ein bisschen antrocknet, gehe ich an den Blush. Es gibt zwei Blushs, die ich liebe. Und zwar ist das einmal auch von Mario, die Stick Blush, aber die von Selena Gomez. Ja? Du brauchst so wenig Produkt, die sind so krass pigmentiert. Nein. Boah. Hier oben auch, guck mal. Was für eine krass. True, ey, das sieht so gut aus. Aber den blende ich auch nicht komplett nach hinten aus, ne? Mhm. Weil dafür hat man den anderen. Die sind übrigens richtig gut, die neuen Concealer von Dior. Mhm. Love it, love it. Das sind so schöne Concealer, die haben auch einen richtig süßen Applikator mit so einem Pinsel. Diese Ecke gleich wird so viel ausmachen. Boah. Merkst du, ich kann die trotzdem noch formen. Ja, das ist so krass. Man muss sich halt wirklich für so ein Make-up auch Zeit nehmen. Ja, das ist ja kein Everyday-Make-up. Ja. Ehrlich, das ist so ein Ausgeh-Make-up. Das ist so ein Red Carpet-Make-up. So Stars-Make-up. Aber vielleicht kann man sich 2-3 Chips da rausholen oder das einbinden. Wenn du nur Concealer trägst zum Beispiel, dann kannst du die Concealer, nimmst du einen dunklen Concealer und verblendest du das ein bisschen ins Gesicht, so als Foundation. Und dann schichtest du den Concealer. Gerade für Leute mit dunklen Augenringen, das ist ein dunkles Puder. Das ist zum Beispiel Charlotte Tilbury, die Nummer 3. Und damit sette ich den Bronzer. Das heißt, bevor ich Bronzer drauf mache, sette ich die Kontur. Und die Kontur sette ich gleichzeitig mit einem dunklen Puder, weil das A die Farbe dann nicht verliert und B wird es richtig gesettet. Auch niemals auf Cream-Kontur direkt mit losen, also mit normalem Bronzer drauf gehen, das wird direkt fleckig. Ja. So, und jetzt nehme ich mir wieder das Puder, das Press Powder, denn ich empfehle euch für das perfekte Airbrush-Finish, immer Press Powder, also Loose Powder mit Press Powder abzuwischen. Pinsel, Schwämme, Utensilien, die schon Produkt drauf haben, die verändern das Produkt auf der Haut dann nicht so krass. Skin. Und jetzt werde ich noch mit einem Bronzer von Yves Saint Laurent, das ist die 02. Den mag ich auch. Der ist wunderschön. Party all night, stay all day. Setting spray, airbrush, flawless finish. Hey, you look so gorgeous. Thank you. Wenn ihr jetzt ein x-beliebiges Augenbrauenpuder nehmen, weil das ist wirklich egal. Dann nehmt ihr euch schon einen kleinen, Applikator. Ja, so einen kleinen Eyeliner-Pinsel, der so ein bisschen abgeschrägt ist. Den presst ihr immer sehr gerne mit meinen Fingern zusammen. Und jetzt orientiert ihr euch an der Linie, die wir vorhin gezogen haben. Weil über der Linie setzen wir die kleinen Härchen. Deswegen, das ist so meine Autobahn. So mein Leitweg, mein Leitfaden für die Augenbrauen. Und ich gehe jetzt hier rein und fülle nur das aus, was auch wirklich ausgefüllt werden muss. Dieses perfekte Augenbraue, vorne blau, hinten dunkler. Ist vorbei, Leute. Ist vorbei. Kennt eure Augenbrauen. Macht sie natürlich. Jetzt nehmen wir die Highlighter. Televisor. Televisor, ja, Mann. So, Freunde, ich benutze jetzt für die Lippen.
kein Lip Liner, sondern Contouring. Und zwar diesen Contour. Also das ist eigentlich ein Concealer Circle, ich benutze ihn aber auch sehr gerne fürs Contouring. Statt den Stick kannst du zum Beispiel das hier benutzen. Und das benutze ich jetzt als Lip Liner Ersatz für die Lippen mit einem sehr flachen Pinsel. Dann fange ich an mit dem V hier vorne. Das ist mir erstmal wie so ein V. Man schaut erstmal die Lippe, wo sie anfangen soll. Du kannst auch hier direkt entscheiden, wie dick du die Lippen übermalen willst. Wir übermalen ein bisschen, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Dann ziehe ich mir den Bogen. Dann setze ich unten an und verbinde die Lippe mit oben. Mhm. Weil wenn du von oben anfängst, dann kannst du schnell abrutschen, dann wird die Lippe zu breit. Und die wird auch so gerade für dich. Ja. Jetzt, guys, mein absolut favorite Liquid Lipstick. Walla Billa, wenn ich den kaufen will und der ist ausverkauft, weil ihr den alle gekauft habt, dreh ich durch. Dann mach ich dieses Video nie wieder. Sold out. So, das ist Latin von Kryolan. Das ist die perfekte Nude-Farbe. Das ist ein Nude. Ach krass. Das kannst du überall drauf machen. Das ist ein Nude. Und guck mal jetzt, wenn ich den jetzt hier drauf mache. Der ist so schön. Ah, und ganz wichtig, Liquid Lipsticks niemals mischen. Den kannst du auch gefühlt mit jedem crazy Lip Liner auftragen. And that's it, the perfect Nude Lips. Perfect Look, würde ich sagen. Wir machen die Haare auf, obwohl sie noch nicht gestylt sind, aber das steht auf Insta. Uff. Sarah, du siehst so gut aus! Hot Mama! So schön aus. Ich bedanke mich in all eurer Namen für diese ganzen Tipps. Thank you so much. Oh, wie schön ich im Licht aussehe. Ja, man sieht voll weiß aus neben dir. Ja. Ja, das ist das Licht, was gerade von da oben auf dich prasselt, oder? Tausend Dank. Folgt ihm unbedingt auf Insta und allen anderen Kanälen, die ich euch verlinke, damit ihr seine Tipps nicht verpasst, die euch definitiv durch euren Tag begleiten. Weil ihr müsst nicht immer alles machen, ja. Aber vielleicht könnt ihr das ein oder andere mit in eure Routine integrieren und das Make-up, dass das natürlicher und schöner aussieht. Klar, das ist jetzt ein Full-Face-Glam-Red-Carpet, ja. Aber ich glaube, Loni kann auch, wenn das Auge weniger wäre und so, würde das so ein schöner No-Make-up-Make-up-Look auch mit diesen ganzen Schichten, obwohl das war krass geschichtet. Wirklich. Das war krass geschichtet. War aber krass muss nicht immer viel aussehen. Ja. Ne? Wie du gerade gesagt hast, das kann halt. Also ich sehe meine Haut, meine genau. Ohren, ich sehe alles, ist da. Aber es ist alles verblendet miteinander und nicht streifig. Und ich habe das Problem gehabt, dass es oft, dass ich nicht wusste mit dem Blush und so. Ich wusste auch nicht, dass man das hier auch noch mit aufträgt. Mhm. Und. Also holt euch nochmal dieses Video raus beim nächsten Mal schminken. Schminkt euch nochmal so nach und folgt auf jeden Fall Loni für all seine Tipps und Tricks. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Work, denn wir machen meine Haare aber auf Insta. Also schaut da auch vorbei. Und jetzt gehe ich zu meinem Sohn, weil ich habe den vermisst. Ja, ich auch. Die kleine Maus. We love you. Bye bye.